So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Anno 2070, das Abenteuer der Tiefsee. Ja, ich war ein bisschen fleißig und habe endlich herausgefunden, wie man hier zwei Leisten bekommt. Das finde ich sehr schön. Das freut mich absolut. So, dann können wir nämlich hier die Schiffe nämlich auch gleich noch machen. Ja, und eine Sache vorweg gleich mal. Diese Aufnahmesession ist relativ kurz hinter der letzten Aufnahmesession. Also ich habe gestern, nee, heute, schon überlegen müssen, heute diese Aufnahme hochgeladen, wo mir die Festplatte ein bisschen übergelaufen ist. Warum ich jetzt eigentlich so zeitnah aufnehme, ist relativ einfach. Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen neuen Computer zuzulegen. Und ja, da wäre es nicht verkehrt, zumindest mal so ein paar Folgen auf Vorrat zu haben, im Falle eines Falles, dass das Einrichten des neuen Rechners ein bisschen länger dauert als, ja, gedacht. Warnung, Feuer entdeckt. Gilt ja dann auch sehr viel zu updaten und dies und jenes, und das ist alles nicht ganz so einfach. Ich hoffe... Es brennt! Alles brennt! Es brennt, es brennt, es brennt, und die Feuerwehr ist nicht zur Stelle, ne? Da ist eine. Das ist eine Polizeistation. Okay, eine Feuerwehr. Was ist das da? Ne, das ist ein normales Gebäude, ne? Ich glaube, solange ich hier suche, ich finde nichts. Ansonsten wäre ja schon längst, glaube ich, auch wer ausgerückt. Ja, dann machen wir das doch so. Kommt, das passt doch. So. Und da wir ja auf Progress die nette SAA-Team-Monument, oder das nette SAA-Team-Monument bauen und wir dafür wahrscheinlich haben. Ja, ja, ja. Und da wir dann hundertprozentig Energie benötigen werden bis zum Anschlag, werde ich einfach nicht drum rumkommen. Feuergefahr eliminiert. Ja, werde ich einfach nicht drum rumkommen. Ja, entsprechend das Gebäude hier zu bauen. Da kann ich wahrscheinlich umholen, so viel ich will. Auch wenn es einfach ein bisschen gefährlich ist. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es geschieht, ne? So, da muss ich natürlich die Energie verteilen. Ab nach Progress. 100% muss ja nicht sein. Wir machen mal so 700... Na, das will er nicht so ganz machen, wie ich es will. Na gut, machen wir 93%, das geht doch auch. So, das kostet natürlich auch Bilanz ohne Ende. Das ist nicht so toll. Aber hier unten sollen doch unsere Leute mal schön aufsteigen. Und dafür benötigen wir aktuell... Nix. Okay. Ja, das ist natürlich die Frage, will ich die aufschieben? Es ist nicht immer leicht hier, aber anderen geht es viel schlechter als uns. Ja, meine ich aber auch, mein Freund. Meine ich aber auch, mein Freund. Ja, sieht doch... Könnte man überlegen. Da dürfte auf alle Fälle noch ein Schwung aufsteigen. Ihr Auftrag? Politik, bitte. So, Produktivität, Energieverbrauch, nö. Ja, dann ist die Produktivität natürlich das Beste. Benötigter Einfluss brauchen wir auch nicht. Nur wer gern. Okay. Was ich... Ach Mist, das habe ich ja vergessen zu testen. Ich wollte ja mal gucken, wie ich das da hier mit den... Reisfarmen mach, weil wir werden ja definitiv mehr Reisfarmen brauchen. Was sind denn das? Das sind Biokost. Okay, das ist Pasta. Ebenfalls. Okay. Ich glaube, die wollte ich alle mal so aufbauen, wobei sich das vom Platz her so eigentlich ja auch ganz gut geht, ne? Nummer 4, ja, ja, komm, wir lassen das mal den Platz so. Aber ich will jetzt mal testen von wegen Reis. Dass wir da mal gucken, Achtung, wie wir da rankommen. Produktionsstillstand. Wobei, da oben hätte ich ja eine Reisplantage, mit der ich so ein bisschen spielen könnte. Was ist, wenn ich jetzt, nur mal so blöde angenommen,
Das ist halt was nicht... Doch, so rum geht's. Okay. Hm. Warum stelle ich mich eigentlich immer wieder so dämlich an, frage ich mich gerade. Ach, das habe ich da gemacht, deswegen, weil wenn die da eins drüben sind, ne? Hm. Das war der Grund. Jetzt, ich erinnere mich. Ich entsinne mich. Das war der Grund. Stimmt. Wenn ich die jetzt so... Dann ist halt eins immer wegfallen. Aber das wäre ja eigentlich schon fast egal. Das wäre dann wieder... Hier nebendran, dann wären es da 2-2 und dann die 3 so rüber. Ja, ja. Doch, definitiv, das bauen wir dann so auf. Und ich sehe da gerade was. Was macht denn das Ding hier noch? Das brauchen wir hier überhaupt nicht mehr. Braucht sich dann einer zu wundern, warum hier noch so viel Milch ist. Schick, 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 schick. So. Dann brauchen wir hier unten was? Bauzellen werden wir wahrscheinlich brauchen. Bauzellen, Holz und Akkuschrauber. Wer hätte es gedacht? So, sehr schön. Bauzellen hätten wir sogar an Bord. Oh, genau, stimmt. Das muss ich auch noch überprüfen. Weil das wäre natürlich fatal. Hier. Also Biokost läuft uns hier voll. Mikrochips, Kommunikatoren jetzt eher nicht. Da haben wir einen höheren Verbrauch. Tee ist ebenfalls so ein bisschen im Argen. Aber das liegt natürlich daran, das Schiff... Wo ist es denn hier? Lad mal ab. Okay, wir laufen auch damit eigentlich gut voll. So viel... So hohe, also nö, das sehe ich ja gar nicht aus. Nee, das passt so. So. Brauchen wir nichts, Mann. Ingenieure. Genau, Ingenieure. Da wollte ich mal nachschauen. Nicht, dass wir da so ein bisschen. Nicht, dass sie die falschen machen, dann wunder, warum da keiner aufsteigt. Jetzt muss ich natürlich nur mal gucken, was die brauchen. Wenn die Holz brauchen, haben wir ein kleineres Problem. Aber das sollte ja ganz gut gehen. Achso, was ich ja auch mal testen wollte, wenn wir schon Davis in der Nähe haben. Und zwar... Gott, im Himmel, hier läuft ja auch alles randvoll. Ja gut, wir könnten die SAAT echt mal ordentlich nach oben holen. Na gut, da langt es derzeitig... Ah, Akkuschrauber brauchen wir auf alle Fälle, damit wir das Monument weiterkriegen. Ne? Nicht, dass wir da 1000 Jahre warten. Ja, was suche ich denn? Die Dieter oder das Exoskelett? Ich weiß es nicht mehr. Nicht schlecht hier. Aber mehr Gesellschaft auf meinem Niveau wäre toll. Ja, nee, dann warten wir damit. Ich wollte jetzt sagen, ich kaufe da hier mal ein, was die brauchen. Ich Schiff könnte das natürlich auch hier nachgucken, ne? So ist es ja nicht, was die brauchen. Biotikanzüge wären das in diesem Falle. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. So. Und ich würde sagen, mal so 100 Tonnen, das langt. Müssen sie nicht übertreiben. Mein Gott, das geht ja echt fix hier. So. Was brauchen wir denn? Okay, hätten wir sogar alles da, bis auf Holz. Das Holz kriegen wir aber, das ist überhaupt gar kein Thema. Nee, wir sind ja sogar an der richtigen Insel. Wir sind doch richtig, meine Güte. Okay. Dann machen wir mal 2 Ladungen. Das ist immer so blöd, dass sich das da zurückstellt. Ich weiß auch gar nicht, warum es das tut. Weil es was kann, wahrscheinlich. Das ist Sand. Sand und Kupfer. Wir könnten noch viel mehr... Also sag mal, wie viele Mikro... Na gut, okay, wir brauchen ja die Mikrochips für 2 Sachen. Nee, nix gesagt. Naja, trotz alledem. Warum machen wir keine... Ach so, ja, stimmt, wir hatten ein Kohleproblem gehabt das letzte Mal, wenn ich noch recht weiß, ne?
Jetzt habe ich vergessen, was ich mitnehmen wollte. Holz! Holz doch der Michel ab. Wobei ich ja jetzt erstmal hier oben für sorgen sollte, ne? Analysiere Ursachen für den Baustopp. Berechnung läuft. Ja, dann berechne du mal. Jetzt will ich noch gerade was gucken. Nee, nein. Nein. Geht das auch? Das ist dann die Zeit verlangsamen. Ah! So. Ah! Gut. Und ich Depp bleib nur auf der Taste drauf. Meine Güte, ey. Warnung. Kein Wunder, dass man sich da beschwert. Naja. Wobei ich es nicht verstehe, was jetzt daran... Ja gut, es geht schneller, ja klar, aber... Im Gesundheitszustand der Bevölkerung, na gut, solange wir keinen Krieg haben, können wir natürlich so spielen. Mir ist das egal, ihr müsst mir das sagen. Ich lege diese Aufgabe vertrauensvoll in ihre Hände. Okay, das mache ich in allerdings... In dieser Sache hoffe ich inständig auf ihre Mithilfe. Ohne... sagt mir das ohne Time Speed, weil das wäre dann so ein bisschen arg hardcore, sich an diesen Teilen da vorbeizuschleichen. So, das Schiff bitte nochmal. Holz hätten wir genügend, dann nehmen wir da nochmal eine Ladung Glas mit, definitiv. Da sind wir eh schon auf Maximum. Es kauft halt auch keiner mehr bei uns ein. Woran das wohl nur liegt? Das liegt an meiner friedlichen Politik zur... naja... Ach, der hat uns schon zwei, 11 Tonnen 3D-Beamer. Ja gut, ich meine, das ist auch kein Thema. Also wir haben jetzt zwei Aufträge. Jetzt machen wir erstmal das eine. Bringen Sie die Lieferung zu Mr. Green, ohne dass die Scanner-Einheiten sie zu entdecken. Okay, wir sollen aber erstmal was entgegennehmen an unserem Kontor. Sehr schön. Jesus. Jesus Christ. Ist das schon viel. So, und hier können wir natürlich nicht mehr aufsteigen, weil das Holz fehlt. Ja gut, die Akkuschrauber gehen danach auch gleich aus, also so viel mehr. Hilft da auch nicht. Wozu komme ich überhaupt her, wenn es dich nicht interessiert? Ja, dann verschiffer dich doch mal. Ich glaube an Sie. Tun Sie es auch. Ja, tue ich doch auch. Immer gerne. Du weißt es doch. So. Ich meine, wenn man natürlich mal auf Produkte wartet, ist das nicht schlecht mit einem Time Speed. Aber ansonsten... Wenn es gewünscht wird, kann ich es natürlich machen, auch wenn ich relativ spät drauf reagieren kann mittlerweile. Wobei nach dieser Aufnahmesession, wenn sie dann mal vorbei ist, irgendwann, werde ich definitiv mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, in der Hoffnung, dass ich bis dahin den neuen Rechner habe. Was mir sehr gefallen würde. Vor allem, weil ich noch nicht mal weiß, was für einen ich mir da holen soll. Oh, toll, super. Das ist ja heutzutage so einfach. So, Schiff, komm her. Schneller aber. So. Wir fahren da durch. Das erinnert mich immer so an Mass Effect. Nur in Mass Effect bin ich zu 90% daran gescheitert. So, okay. Sie schaffen das. Da bin ich zuversichtlich. Das andere Ding ist jetzt natürlich netterweise genau oben dran. Ja, da durfte man, das sind auch Sachen immer im Kreis geflogen, dann durfte man mit dem Mauscursor das nie berühren und ich war meistens zu... Sie haben sich gegen uns entschieden. Das ist nicht mehr zu ändern. Naja, ich habe mich nicht gegen dich entschieden, alter Mann. Ich war einfach nur zu schlau für das Ganze. Okay, 44 Tonnen von dem netten Zeug brauchen wir auf alle Fälle. 3D-Beamern, das haben wir doch über, oder? 44 Tonnen, komm schon, sag mir ja. Das gefällt mir gar nicht. Aber Mikrochips machen wir ja E+, also was soll's, bauen wir hier noch mehr auf. Ich habe ja schon gesehen, da gibt es ja regelrecht Listen, wo man dann sieht, man hat so und so viel Bevölkerung, dann braucht man so und so viele Elektronikhersteller und für diese ganzen Elektronikhersteller braucht man so und so viele, kommt plopp auf, Mikrowellen,
ja, in Mikrochips-Sachen. Ach Mist, ich habe das mit dem Speicherstand immer noch nicht geändert, gell? Spiel gespeichert. Ja, das ist einer der Gründe zum Beispiel. Ich habe irgendwie das Gefühl, das dauert Jahrzehnte, bis das mal fertig ist. Mit dem Speichern. Ja, Mikrochip-Hersteller. Also ich weiß nicht. Das habe ich ja auch schon überlegt, ob ich da mal nachgucken soll, dass ich da irgendwie mal so einen Überblick kriege, wie viel ich brauche. Aber ich weiß nicht so richtig, dass es hier nicht wirklich geht. So. Aber das langt hier schon mal sehr schön. Das bedeutet, wir könnten... Nein, die Exclusive warte ich jetzt noch ab. So lange bis... Oh Gott, im Himmel haben wir 3D-Beamer über. Letzten Endes, was soll eigentlich der Geiz? Handel. Verkauf. 3D-Beamer. Machen wir mal so 150 Tonnen. Das ist doch okay. Mais, da gehen wir sogar mal rauf auf 200. Ich meine, wir produzieren die ganze Acke und dann verkaufen wir den ganzen Schmutz nicht, ne? So, 200. Dann machen wir das halt auf die klassische Tour. So, das verkaufe ich jetzt übrigens mal nicht mehr. Weil ich brauche ja selber welche. Ich bin ja auch herzallerliebst. Was können wir denn noch verkaufen, was wir voll viel da haben? Nein. Glas könnten wir mal verkaufen. Da machen wir mal 150. So. Und ansonsten. Warum haben wir jetzt eigentlich immer noch keine Stahlrohre? Das Schiff ist ja jetzt voll geladen, oder? Ja. So, 44. Ja, gut, komm, den ganzen Rest, den können wir dann verkaufen. Fahren wir erstmal dahin. Das dauert ja eh eine Zeit. Ah, meine Stahlproduktionsfabriken. So, ach, die laufen wahrscheinlich gerade auch erst an. Okay. Ja, müssen wir wohl erst anlaufen. Oder wir machen das gleich in Werkzeuge respektive Munition. Das kann auch gut möglich sein. Man könnte von daher mal überlegen, aber da unten geht es nicht mehr rein. Ein bisschen Wald will ich auch noch da behalten. Ja, komm. Das passt so. Also, das sollte jetzt wieder nach oben gehen, definitiv. Der ganze Rest ist eher uninteressant. Seuchengefahr eingedämmt. Ja, ich sag mal so, solange wir hier... Ich sollte halt regelmäßig vorbeischauen, sagen wir es mal so. Da schade, dass man da auch keinen Alarm irgendwie einbauen kann, dass man sagen kann, so, pass mal auf, ich fall unter 25%, ich gebe mal Bescheid, dass das Warenlager sich leert. Wir könnten aber definitiv auch, na, Getreide will ich mal so lassen, weil es halt weitergeliefert wird. So. Das waren die Gebäude. Nein, das waren die Gebäude. Nein, das waren die Gebäude. Mikrochips. Hm. Wir könnten da nochmal eins bauen. Also da verstehe ich die Umrechnungsformel auch nicht. Jetzt haben wir 1, 2, Warentransport 3, auf Handelsroute negativ. Schiffer folgende Route führen keine Aktion aus durch Erze. Schiffe auf folgender Route durch Erze. Ja, und welche Schiffsroute soll das jetzt bitteschön sein? Kann mir das irgendeiner mal erklären? Toll, super. Jetzt kann ich alle Inseln durchgucken, oder was? Oh. Hä? Ja, okay. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wenn man natürlich die Route Erze nennt, ne, dann... Ja, klar, Logo. Wie will auch diese Konstellation bitteschön funktionieren? Welcher intelligente Mensch hat denn das gemacht? Also so ein Mensch, dem echt Baseballschläger ins Gesicht, bis er lacht. Der Baseballschläger. Oh, echt mal. Oh, halt, warte mal. Nein, dem gehört das Verdienstordenskreuz verliehen für coole Arbeiten und... Ach, ich kann mich aus der Schande wahrscheinlich eh nicht mal rausreden. Ah, wie kann ich da die alle...
Das war wieder mal so eine Schnapsidee, ne? Naja, okay. Diese Schnapsidee habe ich aber nochmal gut retten können. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Baba.